Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Dona Letizia gezeigt hat, dass sie sich für seltene Krankheiten einsetzt. Jahr für Jahr leitet die Königin das Gesetz, mit dem auf diese Art von Krankheit aufmerksam gemacht werden soll, die, da sie einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung betrifft, oft nicht untersucht wird und die Betroffenen keine Behandlung finden. Wir haben sie sogar weinen sehen, als sie ein paar Worte sagte, und an diesem Donnerstag, dem Welttag der seltenen Krankheiten, hat sie erneut eine eindringliche Botschaft gesendet, obwohl Zeit für eine emotionale Erinnerung war. Seine Majestät nutzte die Gelegenheit, um über den kleinen Marco zu sprechen, einen 5-jährigen Jungen, den ich, gerade an einem Tag wie heute, dem Welttag der seltenen Krankheiten, in Leon getroffen habe. Marco hatte das Scharf-Young-Syndrom und vor mehr als 2 Monaten, schickte mir sein Vater Ricardo eine E-Mail, um mir mitzuteilen, dass er nach 5 Jahren Polymedizin, mit einer schweren geistigen Behinderung, mit Tracheotomie, mit einer Ernährungssonde, aber auch mit aller Sorgfalt und mit aller Liebe der Welt, vor 2 Monaten Marco starb, begleitet und umgeben von seiner Mutter, seinem Vater und seinen Brüdern. Die Queen erinnerte sich an ihr Treffen mit Marco, mit dem sie wegen ihrer Krankheit kein Wort wechseln konnte, aber er legte seine Hand auf meine, gab mir einen Kuss und sah mich an, und das war genug. Marco ist nicht der Erste und es wird auch nicht die Letzte sein. Wir sprechen von seltenen Krankheiten und wenn sie nicht geheilt werden können, kann man sich um sie kümmern. Professioneller Umgang mit einem Patienten, der keine Heilung hat, er die Möglichkeit einer Heilung hat, er muss wissen, wie es geht, es sind viele Schritte zu gehen, wir alle arbeiten daran, wir tun es gemeinsam und vor allem sie die Wichtigen, du weißt, dass du mich immer an deiner Seite haben wirst, und dafür bin ich dir sehr dankbar, versicherte die Queen. Dona Letizia möchte Patienten mit seltenen Krankheiten immer einen Namen geben, damit sie keine einfache Nummer bleiben. Er hat es mit Marco und auch mit Alex geschafft, dank eines tollen Berichts von Pedro Simon habe ich von der Geschichte von Alex erfahren und nach all den Jahren und vielen Geschichten fühlte ich mich in jeder Zeile wieder wie beim ersten Mal. Dieser Text, die Angst, die Schlaflosigkeit, die Fürsorge, die Zuneigung von Alex Mutter und Vater, bis sie mehr als 2 Jahrzehnte später herausfanden, dass ihr Sohn an metachromatischer Leukodystrophie leidet, und in diesem Fall waren es mehr als 20 Jahre, das ist nicht üblich, das wissen wir bereits, das ist ein Sonderfall, im Durchschnitt sind es 4 Jahre, aber es ist praktisch, in dieser Geschichte zu wissen, was diese mehr als 20 Jahre bedeutet haben, und jetzt müssen wir weitermachen. Die Königin hat auch die Bedürfnisse hervorgehoben, mit denen jemand mit einer seltenen Krankheit durch das Gesundheitssystem konfrontiert ist, dass Koordinierungswege im Gesundheitssystem implementiert werden, wenn die Krankheit keinen Namen hat, dass der Aktionsplan der Europäischen Kommission für seltene Krankheiten gefördert wird, dass Menschen, bei denen noch keine Diagnose vorliegt, und ihre Familien in der Verwaltung als differenzierte Gruppe betrachtet werden und dass selbstverständlich in allen autonomen Gemeinschaften Gerechtigkeit bei Diagnose, Früherkennung und genetischen Tests herrscht.